Ja gut, hilft nichts. Das heißt, ich guck mal, ob ich mit der Pumpe das umgehen kann. Das heißt, ich mache jetzt doch das Ganze hier wieder nicht durchgängig, was doof ist, aber gut. Hau ich hier ein Dingens direkt vor. So ersetzt dich wieder durch eine super Dingens. Und mach hier noch eine Pumpe hin. So. Ein Sludge. Was? Irgendwas ist da absolut kaputt. Wir haben aber Strom, ne? Ja, wir haben Strom. Die Dinger brauchen Strom. Und produzieren Smog. Sehr schön. Aber sie machen nichts gerade. Also es scheint wieder einigermaßen zu gehen, aber es ist trotzdem bei weitem nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Noch mehr Pumpen? MK20 Pumpen? Oder mehr Tanks? Das könnte vielleicht eher das Problem lösen. Einfach hier noch so... Wie verbindet sich das da, ne? Was soll sich da eigentlich nicht verbinden? Oder? Macht sie einen Kreislauf, das wäre auch nicht so wirklich sinnvoll. Unpraktisch. Aber das wäre jetzt auch nur ein Überschussding. Okay, ich baue das. Ich baue das hier mal ein bisschen um. So, so, so. Wird jetzt kurz nicht abgepumpt. Ich hau dich dahin. Lass dich dann auch von da befüllen. Setz da ebenfalls noch eine Pumpe hin. Bauen wir was ganz schnell, was Kleines. Pump dich dann ebenfalls raus. Und jetzt muss ich nur die Verbindung von da nach da machen. Können wir das Ganze nicht einfach hier runtersetzen? Wozu habe ich das da oben? Sieht irgendwie ein bisschen sinnfrei aus. Warte mal. So, jetzt machen wir einfach hier das Ganze nochmal. Und verbinden das dann hier direkt. Da haben wir sogar noch einen Platz frei für eventuell noch eine Pumpe. Und das klappt. Und wir haben hier Platz für ganz viele Tanks. Ja, sehr schön. Ich hoffe mal, das hatte nicht irgendeinen tieferen Grund, dass ich das gemacht habe. Aber mir fällt jetzt nicht ein, welcher. So, die sind alle jetzt kurz abgekapselt. Muss ich alle schön wieder anstellen. Wir werden gerade angegriffen. Aber sie kommen nicht bis zur Mauer. Oh, wir kommen bis zur Mauer. Und sie greifen mal von woanders an. Beim Stöpsel. Da. Da ist schon nichts mehr auf der Karte. Da kommt ein roter Punkt und der ist weg. Weg, weg. So, und dann gucken wir gleich mal, ob das jetzt irgendwie großartig geholfen hat. Warum ist hier der Abstand? Nee, ist ja nicht gut. So. Tanks. Also ja, wir haben jetzt zwei Tanks, dementsprechend ist der nicht mehr voll, sondern die Hälfte ist jetzt da drüben. Hier sind die Rohre halb voll, das ist nicht so gut. Und die Pumpe ist vollkommen ausgelastet. Okay, also es wird an diesem Bereich hier liegen, weil zum einen hier der Sludge kommt von der ganzen Kupfergeschichte und dann hier auch noch der Sludge kommt von der ganzen Eisengeschichte. Deswegen ist hier halt ein Stau. Das heißt, wir werden ab hier die besseren Rohre nutzen müssen. Eigentlich ab hier, das verstehe ich halt nicht. Das heißt, wir könnten einfach von hier... Wir könnten bei jedem davon eine Verbindung machen. Also momentan pumpen wir es von hier aus nach oben, nach da, um es da dann wieder nach unten zu pumpen und dahin. Theoretisch könnten wir einfach von hier aus immer direkt nach Süden dahin. Oder? Aber dann haben wir hier irgendwann einen Riesenstau. Ja. Aber dann hätten wir da oben wenigstens mehr Platz. Für die Bahn. Ist doch dezent wichtig gewesen, die Bahn, ne? Ja, da war was. Okay.
Dann mach doch einfach mal da runter, da hoch, da runter, da hoch und lass das da rumlaufen und knabber das da oben mal weg. Die Pumpen setzen wir gleich nach unten, keine Sorge. Doofes Fließband. So. Ganz schön viel sinnloses Zeug hier gebaut. Aber ich weiß, warum ich das gebaut habe. Das weiß ich noch. Weil es schön symmetrisch war. Ich habe es halt gespiegelt. Was aber sinnlos war, weil das hier wesentlich einfacher ist. So, tolle Pumpe nach da. Shotgun. Davon. Nee, mach Shotgun Damage, was auch immer weiter. Das da, das da. So, also. Sludge kommt raus, kommt da rein, kommt in ein billiges Rohr, kommt da raus. Und hier wird es sich jeweils stauen. Das heißt, die Rohre müssen jetzt alle komplett auf 3 gemacht werden. Ja, okay. Hier oben noch irgendwas weg? Nein. Gut. Also ich brauche Rohre, und zwar gute Rohre. Davon viele. Dafür brauchen wir Stahl. Also gehen wir wieder Holz schnappen. Und Stahl klauen. Und hier ist irgendwie zu dunkel. Aber wir haben mal wieder kein Licht. Bau, Licht, 2 Stück. Was fehlt? Oh, Eisenplatten. Ja komm, Eisenplatten können nicht mehr fehlen. Wenn ich mich mal motivieren möchte, dann gehe ich einfach runter zu der Eisenkiste und gucke, wie voll die inzwischen ist. Gar kein Holzmangel hier. Da, da. Mitnehmen. 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 Noch irgendwas mitnehmen? Fließbänder? Ja, komm. So. Hellblaue Chips. Das wollte ich mir auch noch angucken. Wo ist hier das Problem? Zu langsam, ha? Hier ist Speedmodule. Gott. Okay, hol ihn behoben. Sehr schön. Noch ein Angriff. Die oh, zerstört. Das ist nicht gut. Die kommen nicht. Oh oh. Hallo? Du bist nicht gut. Big Biter. Ich schieß auf den. Hallo? Junger Mann, könnten Sie bitte? Ja, ich habe ein Problem. Ihr kriegt gar keinen Schaden. Was zur Hölle? Oh oh. Yep. Lauf. Komm mit. Ich hab da einen schönen Platz. Au. Passt du da durch? Ja, passt. Mann! Also, wo ist... Komm mit Shotgun. Da. Oh, oben sind noch die mittleren. Da. Also sind definitiv jetzt so weit, dass wir die großen Beißer haben. Nein, nicht mein Petroleumgas. Ich werde euch retten, indem ich mit einer Schrotflinte auf die Drucktanks schieße. Ich komme nirgendwo durch. Da, nein. Hier. Okay. Nicht schön. Wir brauchen eine Steam Engine. Ja, da, Bau. Dann da ein Pole. Was ist noch alles kaputt? Du hast ganz schön lange an der Fabrik hier rumgekaut, aber da keinen Schaden gemacht. Achso, und ich habe auch drauf geschossen. So. Aber diese Big Biter sind echt sehr irritierend. Also, dass die mir eben gar keinen Schaden genommen haben durch die ganze Aktion. Da. Tu das weg. So, jetzt müsste ich ein bisschen mehr Schaden machen. Noch irgendwas zerstört? Da hinten ganz viel, ja. Ach so, und die Lasertürme. Wo ist der jetzt reingekommen? Also, der kam von hier unten. Mal wieder.
Ich setze hier einfach mal Lasertürme hin. Ein Abstand war das, ne? Ne, direkt dran. Okay. Okay, ich setze ein paar mehr Türme. So. Dann baust du bitte noch mehr davon. Da kommt er her. Da bin ich jetzt echt versucht, das wegzugraben. Aber nein, ich wollte dafür den Mod nicht benutzen. Also mache ich hier einfach noch einen Stöpsel hin. Fieser Möpto ist hier einfach so durchgekrabbelt. So. Okay. Brauchen wir hier noch eine Stromanbindung, dann ist gut. Krass, okay. Ja, es wird noch ein Spaß, wenn die fliegenden Gegner kommen, ne? Das sehe ich jetzt schon. Oder grabende Gegner, so à la Zerg. Das hätte auch was. Haha. Sehr lustig. Achso, das muss jetzt alles weiter nach vorne verschoben werden. Also eigentlich müssten ja die Türme hier hin und da müsste der Gegner am Ende stehen, aber was soll's. Doch, ich mach das mal ein bisschen ungerade hier. So. Achso, jetzt komme ich nicht mehr raus. Hm? Ne. Das muss dann dicker. Du musst weg. So. Türme. So, da oben ist kein Strom, aber so müsste okay sein. Das sollte erstmal reichen, auch wenn es nicht besonders toll aussieht, aber es hält die erste Welle auf. Gut, jetzt können wir gucken, was da oben noch alles kaputt gemacht wurde. Und danach wollte ich eigentlich was vollkommen anderes machen. Genau, ich wollte beim Sludge weiter gucken, was da so jetzt das Problem war. Wasser da unten ist okay. Da wurde irgendwas kaputt gemacht. Hier sind... Das musste eh alles weg, oder? Ja. Ja, das musste eh alles weg. Okay. Komm her. Kann man irgendwie... Ah, die Grafik da wegmachen. Weil ich will die Sachen gar nicht neu aufbauen. So. Zack, zack, zack. Hier wurde immer noch... Kam das ganze Zeug her? Oh, aus der dreckigen Kiste. Nimm das mal mit, das bringen wir gleich nach oben, ist okay. So, der Tank ist inzwischen auch leer. So. Also es ist nicht wirklich was passiert, aber es hätte gut was passieren können, wenn er nicht auf mich losgegangen wäre. Dann hätte er nach und nach die ganze Basis von innen zerlegen können. Ich mit meiner billigen Schrotflinte mache keinen Schaden. Ja, und das war's. Das wäre ein unschönes Ende gewesen. Aber, ne, ich habe auch ein bisschen selber Schuld, weil ich sie so lange habe schnüffeln lassen. Aber ich weiß nicht, ob ich das so schnell wieder eindämmen kann. Also ich habe ja schon angefangen, die Samen wieder herzustellen. Das Problem ist nur, das wird irre viel brauchen. Das wird den ganzen Smog hier wegbekommen. War hier irgendwas geplant? Keine Ahnung, jetzt kommt erstmal ein Wald hin. So. Der lässt sich auch recht schnell von Robotern wieder abbauen, ist okay. Ja, und dann werde ich gucken müssen, ob ich das nach und nach irgendwie eindämmen kann. Aber ich will nicht auf die Produktivitätsmodule verzichten, also die rosanen. Und ich will auch nicht auf die Speedmodule verzichten. Sonst haben wir einfach keine wirklich gut funktionierende Maschinerie hier. Habt ihr eigentlich alle rosa Module? Ja, das war der Plan gewesen, ne? Ja, okay, sehr gut. Das ist okay. So, das unten werde ich nach und nach abreißen. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist mir hier Kupfer. Wo ich ja meinte, dass ich niemals irgendwas überhaupt blub 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 und so machen müsste. Aber es wird echt am Sludge hängen. Sludge ist voll. Wir
Könnten das komplett separat machen. Nee. Also ich teste jetzt mal hier. Wir haben jetzt ja ein paar von den guten Rohren gebaut. Setz dich mal von da nach da. Und da nach da. Da. Da nach da. So. Jetzt die guten normalen Rohre. Kommen, sehr schön. Da ist schon, ne? Ja. Da. Da. Und das war schon. So, jetzt haben wir hier eine. Oh. Direkt am Ausgang sollten wir vielleicht gute machen. So, MK3, MK4, MK3. 3, 3, 3, 3. 3, 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 4, 3, 3, 1, 4, Tank. Der übrigens bedrohlich voll ist. Ja, das gucken wir uns gleich an. Funktioniert jetzt diese Kupfergeschichte hier besser? Nö. Jetzt sind ja nicht 10 von 10, sondern 50 von 50. Check ich nicht. Check ich echt nicht. Bessere Pumpen. Ich kann theoretisch das Rohr hier rauskommen lassen, dann hier fünf Pumpen in Reihe schalten und da wieder runterlaufen lassen. Aber das kann nicht ganz Sinn des Ganzen sein. Achso, hier müssen ja die besseren Rohre hin. Mach mal da Platz für zwei. Und hau hier mal zwei davon hin. Laufen in die Richtung. Oh, schon wieder Angriff. Wo diesmal? Der andere Stöpsel, okay. Läuft es jetzt besser? Wir sind bei 49,87. Es wird weniger.